Hallo und herzlich willkommen zu Tag 247 meines veganen Tagebuchs. Dass ich heute vor euch stehe, das ist ein großer Willensakt meinerseits, weil mir tun die Füße extrem weh. Und wer mich auf Facebook verfolgt hat, der wird wissen, um was es sich handelt. Ich spiele mal ein paar Impressionen ein. So, kommen wir mal zum Thema Vegan und Sonnenbrand. Ja, ich würde sagen, da ist ordentlich was los im Karton. Also, ich würde sagen, Veganer können doch Sonnenbrand bekommen. Und ich kann euch sagen, meine Füße, die schmerzen wie Schwein. Aber wirklich wie Schwein. Wenn ich sage wie Schwein, dann meine ich wirklich Schwein. Und ich bin Veganer und die schmerzen trotzdem wie Schwein. Es ist unglaublich. Ich kann hier keinen Millimeter bewegen, ohne unsagbare Schmerzen zu haben. Aber ich bin auch ein bisschen ein Weichei, muss ich sagen. Von daher, naja, drauf geschissen. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich das wirklich mal testen will oder testen wollte. Mit dem Veganer bekommen keinen Sonnenbrand bzw. Veganer bekommen schwerer Sonnenbrand. Und da ich ja eine Stunde in der prallen Mittagssonne ausgehalten habe und ich nächsten Tag überhaupt nichts gespürt hatte, dachte ich, ja, dann probierst du mal 3 Stunden. Das ist das Ergebnis. Ich kann nicht so laut lachen. Auf jeden Fall, ja, ich habe es probiert. Ich wollte es für mich probieren. Und ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei Facebook waren ja die Kommentare ziemlich eindeutig, ja, unverantwortlich, du gehst zum Arzt, das sind ja schon schwere Verbrennungen und so weiter. Ja, aber insbesondere dieses unverantwortlich. Was maßen sich denn die Leute an zu sagen unverantwortlich? Das ist doch meine Verantwortung, was ich für mein Leben habe. Und ich sehe das Leben eben nicht ganz so ernst und ich möchte Dinge ausprobieren, um das Gefühl haben zu leben. Es ist ja für mich unverantwortlich, sich so einen Test nicht gemacht zu haben und ja, und dann immer dran zu denken und so weiter. Ich muss die Dinge ausprobieren. Und auch wenn es mir jetzt ziemlich nicht so gut geht, habe ich gesagt, ich habe so leichte Schwindelgefühle und meine Beine sind halt mega burning, halt, die pulsieren halt richtig. Ja, ist es so, dass ich glücklich bin damit. Ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe und ich möchte das. So. Und genauso ist jetzt meine Entscheidung, dass ich erstmal nicht zum Arzt gehe. Dass ich sage, ich schaue mal, ich experimentiere weiter, reicht Kokosöl aus, um eben sowas zu machen. Und wenn es halt nicht ausreicht und ich irgendwelche bleibenden Schäden kriege, sterben werde ich sicherlich nicht davon, aber irgendwelche bleibenden Schäden kriege, ja, dann ist es eben so. Weißt du? Also das ist... Deswegen, also ich kann es nachvollziehen, weil jeder projiziert so seine eigenen, seine eigenen Ansichten noch bezüglich des Lebens, projiziert sich das auf sich, wenn er das hätte, wie er reagieren würde und dann sagt das. Aber ihr müsst doch auch mal zugestehen, dass andere Menschen einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Sachen haben. Versucht das mal wirklich in euer Gehirn reinzubekommen, dass nicht jeder alles so sieht, wie ihr das seht. Und deswegen und insbesondere auch das Leben. Und das ist genau mit Menschen, wo gesagt wird, zum Beispiel Menschen, die sich jetzt selbst umbringen, die jetzt das Leben nicht mehr lieben, so wie ich. Ich liebe das Leben. Ne? Es mag zwar ein bisschen makaber anmuten, weil ich jetzt sozusagen da jetzt mein Leben irgendwie geschadet haben könnte oder so weiter. Aber ich liebe das Leben. Ich liebe auch das Leben auf meine Weise. Das heißt, auf die Weise Dinge auszuprobieren. So, ansonsten würde ich das Leben nicht lieben. Und ja, und es gibt ja Menschen, die lieben das Leben eigentlich nicht oder gar nicht oder sagen, ja, ich habe jetzt zu stark irgendwas negative Gefühle und bringen sich um. So, und auch das ist zu respektieren. Und wenn dann die Leute kommen und sagen, ja, aber denk doch mal an die Leute, die und so weiter. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und es ist nicht relevant, ob jemand lebt oder nicht lebt. Es ist total unwichtig. Jeder von uns ist unwichtig. Ist unwichtig. Er ist es nicht für einen selber, für einen anderen oder so weiter. Es geht aber um das wahre Sein und das Ist.
So, und jeder Mensch von uns ist unwichtig in dem Sinne, wie ihr das begreift, ob er lebt oder ob er stirbt. Jeder geht seinen Weg und jeder macht seins, was er für richtig hält. Und das soll er auch. So, und wir bewegen uns natürlich in der Gesellschaft. Das heißt, es kann natürlich nicht so weit gehen, dass ich jetzt anderen schade. Also das heißt, wenn mein Leben nur lebenswert für mich ist, wenn ich andere Menschen sozusagen die Kehle aufschneide, dann ist das in unserer Gesellschaft nicht tolerierbar. Und dann muss auch die Gesellschaft einschreiten. Aber wenn jemand für sich, für sein eigenes Leben gewisse Entscheidungen trifft, Experimente wagt oder, ich habe übrigens jetzt hier ein kühlendes Handtuch über mir drüber und deswegen, weil ich schaff's zurzeit nicht irgendwas anzuziehen. Und wenn jemand das für sein Leben so entscheidet, irgendwelche Dinge zu tun, wie ich jetzt mit diesem Sonnenbrandexperiment, dann müsst ihr versuchen, das zu akzeptieren, weil es ist mein Leben und ich möchte die Dinge so, wie sie sind. Und genau wenn ich jetzt entscheiden würde, ich möchte mich jetzt gerne umbringen, so, dann ist das einfach zu akzeptieren. Und dann soll man die Heulerei lassen und unverantwortlich und sondern soll man das einfach akzeptieren. Es ist total unwichtig, ob jemand lebt oder nicht lebt. So, und das, wenn man das einmal begriffen hat, so, und das Leben wirklich in Gänze aufnehmen kann, interessiert und ohne irgendwelche Gedankenschematas, dann ich kann euch versprechen, also wo ich den Schritt getan habe, das Leben erscheint in einer ganz anderen Qualität. Und das wollte ich also nur mal so zum Besten geben. Wie gesagt, es bereitet mir ein bisschen Schwierigkeiten jetzt hier zu stehen und mit euch zu reden, von daher würde ich sagen, belasse ich das einfach mal. Ich hoffe, dass ich, es ist natürlich so, wenn das Kokosöl nicht hilft, was anderes habe ich jetzt hier nicht da, wenn das Kokosöl nicht hilft, ja, dann werde ich vielleicht doch mal einen Arzt anrufen oder sowas, ne? Also es ist nicht so, dass es komplett fernab ist, weil das ist eine einfache Verbrennung, da wird der Arzt auf jeden Fall ein Mittelchen haben oder ein Stückchen Schokolade drauflegen und pusten, irgendwas wird er da schon parat haben und dann würde ich auch vielleicht einen Arzt aufsuchen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, nein, kein Arzt. Wir werden mal probieren, reicht Kokosöl dafür? Ich habe ein bisschen Scheiße gemacht und habe was probiert, was nicht geklappt hat. Nun gut, jetzt probiere ich mit Kokosöl. Wenn es klappt, schön. Wenn es nicht klappt, naja, dann gehe ich vielleicht auch mal zum Arzt. Aber von daher, meine Message heute an euch ist wirklich, versucht die Menschen so zu lassen, wie sie sind. Und nicht eure Erfahrungen oder eure Ansichten, die ihr habt, oder von mir aus auch die gesellschaftlichen Ansichten, dass ihr sagt, die Gesellschaft denkt ja oftmals auch wie ihr, wenn ihr oft, ja, wenn ihr so zum Beispiel halt, es ist unverantwortlich, wenn man sich selber Schaden zufügt, oder es ist unverantwortlich, wenn man sich selber umbringt, weil die Hinterbliebenen traurig sind. So. Und solche Sachen, stellt die mal in Frage und versucht mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Das geht natürlich nur, wenn ihr euch von eurem Denken löst und versucht ein bisschen open-minded durch die Welt zu gehen. Und soll es für heute wirklich gewesen sein. Kurze Message, ich denke mal morgen, ich hoffe, dass ich morgen wieder ein bisschen fitter bin und das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein frohes Wochenende. Ich werde leider die ganze Zeit im Bett liegen und wie so ein Krebs oder irgendwas, was euch immer auf dem Rücken liegt. Aber na, so habe ich mehr Zeit für eure Kommentare. Und ja, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ich wünsche euch schönes Wochenende. Euer Christian. Bis morgen. Tschüss. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen. Das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet. Und natürlich nicht zu vergessen, mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.